Ich glaube, ich helfe meinem Bruder mal. Mit einer Salve. Ah, nee, der ist im Nahkampf. In den Nahkampf schießen gibt minus 20, gell? Mhm. Tu es. Mach ich nur einen Einzelschuss im Ziel vorher. 12 Meter, das ist kurz. Plus 10. Plus 10 Zielen und plus 10 Taktik, ja. Plus 30, okay. Ich schieße gerade nochmal mit den Hormagun und Thermagun aufeinander. Mit den Soldaten, das habe ich mir eben vergessen. 39 und 8. Dann nehme ich da jeweils 2 raus. 2 Soldaten, 2 Hormagun. Ja, ich habe auf jeden Fall getroffen. Ja, er ist im Nahkampf. Er kann, glaube ich, einmal ausweichen und einmal parieren, oder? Nee, eins von beiden. Nahkampf ist tödlicher, dann werde ich auf alle Fälle parieren und den Schuss, den nehme ich von dir. 15 ohne Rüstung. Dann bist okay. Du fertig? Ja. Einzelschuss, Toral. Hast du jetzt die Reisen schon mit reingerechnet gehabt? Nee, habe ich vergessen. Okay, ich war jetzt gerade nicht sicher. Ja, ja. Also ich könnte eigentlich die 2 nochmal würfeln, aber ist schon okay. Okay, ja, dann, der hat mir gerade ganz gewaltig mir ein Loch in meine Rüstung gepiekst. Ja, oder dein Körper. Natürlich, aber die Rüstung ist schlimmer als mir. Wie ist das? Die Rüstung ist schlimmer als mein Körper tatsächlich. Das werfe ich denen auch entgegen. Und ja, dann hau ich mal wieder zu, ne? Ja, du merkst auch schon, wie das Natrium in deinem Körper, die Chemikalien, die in deine Rüstung jetzt ausgeschüttet werden und Sachen, die wieder versiegelt werden, das Blut, was da versucht, dann die Wunde wieder zu überdecken. Ach, ja. Dann pariere ich auf alle Fälle. Ein W 142, das ist eine normale Parade, ja, gelungen. Okay. Diesmal haut der Mensch wieder zurück? Doch, natürlich. Also bevor ich jetzt hier tot umfall, werde ich auf alle Fälle anfangen. Nein, 84, nicht geschafft. Ja, gut. So, dann drehe ich mich so an die Seite und hau ihm gleich die Axt hinterher und die trifft auf. Ja, Schaden. So, 1D10. 21 DS3. So, er hat einen Rüstungsschutz von 8. DS3, dann hat er noch 5, die er abziehen kann. Du hast 21 gemacht, ne? Mhm. 21 minus 5 sind 16, dann noch 2 Lebenspunkte. Und jetzt schlägt er zu. 57 reicht leider dann nicht. Ich überlege tatsächlich, ob ich schon einen Schicksalspunkt einsehe, damit das blöde Ding endlich weg ist. So, warte, erstmal schlage ich das zweite Mal zu. Nein. Oh, nein, 83. Dann kannst du jetzt deinen letzten und dritten machen, ne? Das war ja mein letzter. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Ding anwende. 57 hast du immer gewollt, okay. Aber ich glaube, den hebe ich mir tatsächlich nochmal auf. Aber du kannst trotzdem zweimal zum Treiben angreifen. Ja, richtig. Aber du durftest ja eben vorher noch. Und dann werde ich. Ja, dann werde ich tatsächlich jetzt meinen dritten letzten machen. Mhm. 90. Der Imperator ist auf deiner Seite. Hat er gehofft, dass du mir echt hier triffst? Na, nee. Damit ich noch mal, wenn ich dann die Parade geschafft hätte, dann nochmal zuschlagen hätten dürfen. Ja, okay. Nee, 90 nicht getroffen. Dann, Worgen ist dran. Ja. Ich sehe, da vorne ist noch ein. Was ist dieser Riesenbiester? Der Space Wolf wird es dir nie verzeihen, wenn du ihm eine Kill spielst. Tu es! Nachdem du den Chaos Space Marine umgebracht hast, jetzt auch noch den Tyranidenkrieger. Ja, er hat ja meinen umgebracht. Das war ich, aber tu es, Schwitania! Also, ja gut. Du kriegst aber den Malus da rein, ne? Weil du den Nahkampf schießt. Ja, wie das also, 20 ist Malus, egal, tu es. Wir haben einen Malus von 20. Das Angsteinflößen durch meine Angstsache da minus 30, plus das Zielen sind wir bei minus 20, plus seine Größe sind wir bei minus 10. Ich riskier's. Ein Schuss. Yo! Treffer! Versenkt! Die 6. Ich glaube, den Schaden können wir uns sparen. Boah, was? Du hast DS7, ne? Mhm. Dann mit einem Knacken, am letzten kurzen Knacken deines Lasergewehrs, sackt das Ding vor Tordal, Svenschon
auf die Knie, kippt dann nach hinten auf seinen merkwürdigen Xenos-Bein und du blickst dich irritiert und wuterfüllt um, wer dir den Kill gestohlen hat und die Ehre genommen hat. Ja, mein Blick wandert sofort in die Richtung des, wo der Strahl hergekommen ist. Ja, weiteres Laserknacken von den Soldaten und die letzten Thermaganten und der letzte Hormagant fällt ebenso um. Und dann ist ja eine gespenstische Stille und der Gestank von Promethium, Feuer, Blut und Säure liegt in der Luft. Man hört dann nur mit Ära, hat das aber nichts zu tun. Und hört dem der Bestie einfach sich als selber nochmal den Kopf ab und werft ihn einfach Wut in die Richtung der Soldaten, natürlich nicht zu den Soldaten, nur in die Richtung. Gute Arbeit, Männer, durchzählen und dann aufmunitionieren. Meine Lords, wir bedanken uns für die Rettung. Ich salutiere mit meinem Bolter. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Wie können wir euch zu Diensten sein? Unser Leben liegt weiterhin in euren Händen. Damit springt er einmal runter. Sein Mantel flattert im Wind und er dreht sich einmal um, blickt zum Haupttor, gibt dann seinen Männern, die restlichen, die Leute, die noch stehen, den Befehl, dass sie sich sammeln sollen und dann Aufstellung. Ja, die humpeln und schleichen und nehmen dann sowas wie Aufstellung in der richtigen Parade und exerzieren hat das nichts zu tun, aber die Leute sind verletzt. Das kann man hier wohl nachsehen. Ist euch in letzten Stunden ein Thick Priester begegnet? In den letzten Stunden? Lasst mich überlegen. Hier sind einige Leute abgehauen. Wir haben einige Thick Priester über die Bahn weggeschickt. Ich glaube, einer von ihnen wollte das letzte Shuttle nehmen, aber es ist abgestürzt. Es liegt dort immer noch im Innenhof. Ja, genau. Den Tischpriester meinen wir. Innenhof? Ist das hier oben dieser Haufen gemeint? Nein, draußen. Die Umzäunung stimmt nicht mehr ganz, aber ungefähr im Südwesten von hier, mein Herr, mein Lord. Dort liegt ein abgestürzter Shuttle. Wir müssen ihn eigentlich gesehen haben. Genau den Tech-Priester suchen wir. Nun, wenn ich mich nicht täusche, dann müsste das Magos... wie hießen die? Vyalkai? Vyalkai, ja. Zardos Vyalkai. Ja, genau. Nicht sehr gesprächig. Genau den suchen wir. Genau den Mann suchen wir. Nun... Er hat etwas, was wir brauchen. Ich kann euch leider nicht sagen, wo er ist... Wenn er den Absturz überlebt hat, dann an uns ist er nicht vorbeigekommen, aber wir waren noch sehr beschäftigt. Wenn ihr wollt, dann helfen wir euch beim Suchen. Wir können uns natürlich aufteilen, wir kennen das Gebiet hier. Wenn ihr etwas wissen wollt, dann fragt, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, wenn wir uns weiter aufteilen. Wir haben viele Leute verloren, meine Lords. Wir sollten zuerst die restlichen Gebäude hier kurz durchsuchen, nicht, dass uns irgendwelche hinterhältigen Xenos entgangen sind. Richtig. Ich halte mal so meine Nase in die Luft. Tja, aktuell riechst du nichts weiter. Ist aber auch schwierig, weil jetzt gerade zwei riesige Krieger vor dir verblutet sind und in der Nähe ist wohl nichts weiter. Also meines Wissens ist der Funkturm nicht mehr in Funktion. Er hatte zwar noch ein stetig wiederkehrendes Signal gegeben, aber den Maschinencode haben wir nicht verstanden. Verzeiht, meine Lords. Nun, ein Tech-Priester sollte dies doch meines Erachtens mit Leichtigkeit wieder in Gang kriegen. Ja schon, aber die sind alle geflohen mit der Magnetbahn. Nun, ein Magus sollte dies doch auch vonstatten bringen. Ja, wenn er noch lebt, den ihr sucht, dann kann er das sicherlich tun, ja. Wir sind euch ziemlich sicher. Den Absturz hat er garantiert überlebt. Wir sind ihm gefolgt, bis ihr uns dann um Hilfe gebeten habt. Ich gucke mir mal die Gebäude hier kurz an, wo die ganzen Tyranniden herkamen. Nicht, dass da wieder irgendwelche Bio-Dinger sind, wo die rausschlüpfen. Ja, du kannst das ganze Gelände dir noch einmal ansehen, schaust hinter die verschiedenen Spalte, die Lagercontainer, machst die auch einmal auf. Teilweise kannst du auch Fässer umstürzen oder so etwas. Brutpools findest du hier nicht.
Die Verbrennungsanlage ist wohl, im Prinzip könnte man sie in Betrieb nehmen und dann die Leichen hier verbrennen. Das kostet aber höchstwahrscheinlich nur Zeit. Ja, der Fahrzeughangar an sich ist mittlerweile leer. Es gibt zwar noch den großen Müllhaufen, aber außer Sachen zum Reparieren findest du keine richtigen Fahrzeuge mehr hier. Die wurden alle entfernt, höchstwahrscheinlich bei der Evakuierung dann benutzt. Ich schalte mal auf internen Funk. Kann irgendjemand von euch Erste Hilfe? Die Soldaten sehen ziemlich mitgenommen aus. Negativ. Selbstverständlich, wir haben das auf Kardia ja gelernt. Wenn ihr wollt, kann ich hier bleiben. Dann müsst ihr allerdings Worgen. Dann kann ich dir nicht mehr beim Waffentragen helfen. Dann müsstest du dich für die letzte entscheiden. Die andere lässt bei mir. Ich behalte die Hotshot Lesker. Nimm du die Plasma Gun. Okay, dann lasse ich die hier und dann verarzte ich die. Wie machen wir das? Wollt ihr den Kommissar mitnehmen oder sollen wir hier sichern oder? Oder sollen wir etwas anderes sichern? Tja. Also irgendwie würde ich ganz gerne, dass die Funkstation im Südosten überprüft wird, da wo die 5 ist. Ich denke, die Spur hat uns dort auch hingeführt. Ja. Wir sollten da als erstes suchen. Vielleicht sollten wir... Aber wir sind halt jetzt wieder ein ganzes Stück weit weg von der 5, ne? Ja. Aber dies ist, glaube ich, das aktuelle. Wie sieht es denn mit der Zeit aus? Wie viel Zeit haben wir denn schon von unseren 5 Stunden aufgebraucht? Also dein internes Chrono sagt, ihr seid so jetzt irgendwo bei 2 Stunden, würdest du meinen. Da haben wir noch 3 Stunden übrig, ja? Wenn die Schätzung so funktioniert, ja. Du kannst auf alle Fälle in deinem Helm auch erkennen, dass die Temperatur weiter gesunken ist. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Würfel mal verborgenes Wissen. Xenos? Ja, finde ich gut. Das könnte sogar geklappt haben. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Also Wetterumschwünge sind im Prinzip nichts Ungewöhnliches, aber ihr habt ja gehört, dass die Rotation sehr stark eingebüßt ist und deswegen sowas wie eine Drehung des Planeten nicht mehr so funktioniert. Und dann sind Stürme... Und ein weiterer Abfall, also ein so drastischer Temperaturabfall, ist ungewöhnlich. Also ist das irgendeine Xeno-Scheiße, die da dieser Temperaturabsturz verursacht? Ja, man müsste jetzt eben von einem höher liegenden Gebäude mal in Richtung Süden spähen, ob es irgendwie in der Entfernung ob es irgendwelche Signale aus dem Süden gibt, ja. Warum gerade aus dem Süden? Naja, weil ihr irgendwo auf dem Nordpol seid und im Süden ist die Äquatorebene. Und im Äquatorebene wird eben die Hauptflut der Xenos angekommen sein. Ah, okay. Ja. Und wenn dann eben sich irgendwas nähert und die Temperatur fällt, dann von Richtung Süden. Das macht Sinn. Wie hoch ist denn dieses Blockhaus da, wo wir gekämpft haben? Sieht mir irgendwie wie das höchste Gebäude hier aus in der Nähe, oder? Du meinst das südlich von der Absturzstelle? Nee, da bei diesem Landschlepper, wo die ganzen Soldaten sind. Ja. Das müsste also hier das ist etwas, sein. Genau, etwas überragend. Das wären so 10 Meter Höhe. Der Funkturm ist natürlich noch höher, aber das Gebäude ist auf alle Fälle höher als die Mauer, sodass man eben über die Mauer spähen könnte. Das heißt, wieder ein Grund mehr, zum Turm zu gehen. Tordal, hüpf doch mal auf das Blockhaus und check mal, ob schon irgendwelche Tyrannidenhorden im Anmarsch sind. Jo, ich gehe halt hin und flieg halt da mal hoch. Und vielleicht sieht er ja schon was. Schau da mal in die Richtung. Sinnschärfe. Habe ich befürchtet. Da hilft ja auch dein guter Astartes Space Wolf-Sinn, hilft da nicht. So, der Sinn bringt mir nichts, wurde mir gesagt. Wenn du deinen Helm auf hast, kriegst du, glaube ich, einen plus 20 Bonus. Ja, aber den hat er ja nicht auf. Richtig. Dann nicht. Dann fehlt mir tatsächlich ein, 3 Punkte fehlen mir tatsächlich. Ja, du siehst, dass sich ein Eissturm aus dem Süden nähert. Ein Eissturm, ein großer. Mehr siehst du nicht. Da hinten nähert sich ein Sturm. Definitiv aus Eis. Okay.
Lass uns nochmal mit dem Funk versuchen, irgendwie den Margos anzufunken. Hast du seine, haben wir seine Frequenz? Schellen einfach auf eine allgemeine Frequenz. So sollten wir das tun. Oder probieren alle möglichen Frequenzen durch. Dafür muss ich halt meinen Helm mal wieder aufsetzen, wahrscheinlich. Ja. Müsste da unsere Elisabeth auch auf das Dach hoch oder kann das irgendwie weitergehen? Nee, also die hat halt auch eine Anlage, die kann damit eben in den Orbit funken, also dann wird das auf alle Fälle funktionieren. Ja, okay, gut. Ja, dann möchte ich mal, dass sie meinen Funkspruch weiterleitet, hier in die ganze Umgebung. Ja, sie gibt dir nach einigem Hantieren an den Ruhen, gibt sie das Zeichen, dass dein Vox umgestellt wird auf Funk. Hier spricht Bruder Octavius von den Ultramarines. An Margos Biologis Kandos, melden Sie sich bitte. Wir sind zu einer Evakuierung bereit. Es rauscht und dann merkst du, wie Datenströme bei dir eingehen. Lingua Technis. Oh. Ja, wie ist denn mein Binär heute? Also ich vermute mal nicht, dass ich das irgendwie übersetzen kann, ne? Also wenn du die Binärsprache nicht kannst, dann wohl nicht, nein. Nee. Elisabeth, kannst du irgendwie versuchen, eine Kreuzpeilung zu machen, wo der Datenstrom ungefähr herkommt? Verzeiht, was habt ihr gesagt? Kannst du das Signal anpeilen, wo der Datenstrom herkommt, der Binärcode? Ich glaube aus Richtung Norden. Das hört sich doch mal gut an. Da muss irgendetwas nördlich von uns liegen. Da ist ein Bahnhof von dieser Magnetschwebebahn oder noch die 7, das sind irgendwelche Gebäude. Die Hauptraffinerieanlage, laut meinen Daten im Helm. Ich würde vorschlagen, wir checken den Bahnhof mal bei 2. Was meint ihr? Bin ich dabei. Wenn ihr sagt, dass es in die Richtung kommt. Ich brauche erstmal 5 Minuten. Bist du verletzt worden? Nein, aber du siehst, wie Worgen sich eine Zigarette entzündet. Ach ja, stimmt, der ist ja ein bisschen, hat ja ein bisschen Pipi in die Hose bekommen, gell? Ja. Ja, du kannst es auch riechen, dein Helm nimmt das wahr, die Sensoren, das sind auf jeden Fall Giftstoffe in seinem Losstäbchen drin. Ja, süchtig machende Drogen. Verboten. Das widerspricht dem Kodex. Ein Krieger hat so etwas nicht in der Schlacht einzunehmen. Habe ich das gerade richtig gerochen, ja? Ich krumme den an, aber verkneif mir einen Kommentar. Mein Lord Tordol, wollt ihr auch etwas? Übertreibt es nicht, Mensch! Schnauze ich ihn an. Und steckt dieses blasphemische Geräucherwerk weg. Ja, du kannst sehen, wie der Kommissar neben Worgen tritt und dich fragend anblickt, nur eine Augenbraue angehoben und seine Hand am Bolter. Mein Lord. Ich gehe hin und schnipp mit einem Finger seine Zigarette irgendwie weg. Ja, ich schätze auch, wo der Space Marine das sagt, die Zigarette weggeworfen und ausgetreten. Ich lande mit einem Riesenbums direkt vor ihm. Wie kann jemand wie du nur der Inquisition dienen? Du bist eine Schande. Schnauzt der Kommissar dich an. Ja, ich bin ganz still. Du hast das nicht gerade wirklich getan. Und dann schaut sie die Dame an. Verzeiht. Es ist doch nur Lo. Nun gut, lasst uns weitermachen. Wir stehen alle unter Zeitdruck und Stress. Dieses eine Mal werde ich ein Auge zudrücken. Wir werden das später auf dem Schiff klären, mein Freund. Ich habe eine neue Datenübertragung. Moment. Examinatorenteam erkannt. Ich bin Margos Biologist Zados Vyakai. Interrupt-Code-Fehler. Ich bin verletzt und operiere gemäß Notfallprotokollen. Warnung.
Die volle Wartung bewusster Funktion ist nicht länger Abweichung nicht länger möglich. Sofortige Bergung befohlen. Omnisire Vult. Bestätigung erforderlich. Der Schwarm nähert sich. Dieser Mond stirbt. Bestätigung erforderlich. Achtung, Nachrichtenwiederholung. Death Watch Exterminatorenteam erkannt. Ich bin Magos Interruptcode-Fehler. Warnung, Warnung. Geben Sie Ihre Koordinaten durch. Wir kommen Sie holen, Magos. Omnisire Vult. Ich schau nochmal zu Elisabeth rüber. Hast du die Koordinaten besser erfassen können? Ja, das war nicht der Bahnhof. Nicht die Beladestation. Das muss die Raffinerie gewesen sein. Also die 7 auf der Karte? Ja. Dann auf. Da müssen wir hin. Ja. Auf geht's. Ich schau mir die Soldaten mal an. Sind die so weit hergestellt, dass die joggen können? Verzeiht. Joggen, laufen. Wir werden es tun, wenn ihr befehlt, mein Lord. Wir sind zwar nur Castorbelt-Soldaten und keine Kardianer, aber wir haben sicherlich mehr drauf als er. Damit deutet der Kommissar einmal rüber zu dem Thronagent Vorgen. Habt ihr ein Fahrzeug hier? Nein, verzeiht. Die wurden zerstört. Kann man den Landschlepper wieder flott machen? Sicherlich mit einem Magos. Nun, leider bin ich keiner. Keiner von ihren Männern hat die Fähigkeiten in dieser Richtung. Er blickt sich damit einmal um. Er kennt sich einer mit den Zahnrad-Jungs aus? Ich habe in der Werkstatt gearbeitet. Die Räder sind noch dran. Könnte man sicherlich, aber er ist umgestürzt. Wir müssten ihn aufrichten. Guck mal, geht mal zurück. Ja, ich gehe mal mit nach vorne, weil wahrscheinlich ist das Ding ein bisschen größer als für 1. Ja, ja, aber wir machen das zu zweit, ne? Ja, klar. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich auch. Was schwiegt denn das Ding? Ja, also Tonnen, ne? Das ist jetzt halt kein Lehman Russ Panzer, aber das ist halt schon ein Landschlepper, ne? So ein ja, ja, großer Bagger. Da bin ich jetzt gerade überlegen, gibt es sowas wie die Regeln zum Stemmen? Ja. Gibt es. Gib mir auf alle Fälle mal eine Stärkeprobe. Eure übernatürliche Stärke zählt da natürlich rein und auch natürlich eure Servorüstung. Aber wenn es jemand schafft, dann sind das natürlich der Swatch Space Marines. Dementsprechend sind wir dann bei Stärke plus 20, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ich hab's auch geschafft. Ja, und wie äußert sich das jetzt mit dem Schieben und Stemmen? Also da gibt's so eine Tabelle. Da wird geguckt, was du für einen Stärkebonus hast und was du für einen Widerstandsbonus hast. Die werden addiert. Mhm. Und dann kannst du in der Tabelle nachgucken, wie viel Kilo oder Tonnen du bewegen kannst. Also entweder hochheben oder schieben. Und dann ist es so, wenn du einen extra Erfolgsgrad hast bei einer Stärkeprobe, dann erhöht sich dieser Wert um eine Spalte. Sozusagen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, sagst, der wiegt jetzt 15 Tonnen oder so und wir dann zu zweit diese 15 Tonnen schieben können, dann würde das funktionieren. Ja. Heben wollt ihr, ne? So, bei mir sind es Stärke plus Widerstand, bin ich bei 18. Du hast Stärke, den Bonus, ne? Stärke Bonus plus Widerstandsbonus 18. Dann kannst du 2,7 Tonnen heben. Also, das sind ja die natürliche Stärke dazu. Der Stärkebonus ist bei mir dann die 10 bei Stärke. Plus 4 plus 8 bei Widerstand bin ich bei 18. Du kannst 2,7 Tonnen heben. Wie krank ist das denn? Für ein Space Marine, ja. Wie krank. Und zusammen haben wir halt das Doppelte. Ja. Also wir heben das Ding. Ich habe Widerstandsbonus 10. Und Stärkebonus 8, aber ich weiß nicht, wie die da gibt es noch einen Bonus von der übernatürlichen Stärke, oder nee, von der Serverrüstung, ne? Stimmt, da kommen wir noch bis 20, so, ja, dann wie noch mal zwei Punkte. Dann haben wir zusammen 4,5 Tonnen. Neun. Wenn wir heben 9 plus, Tonnen.
Ja, plus genau. Halt noch ein... Jeder kann 4,5 Tonnen. Okay, dann, wenn ihr jeder an einem der Räder steht, dann, ihr müsst ihn ja auch nicht ganz hochheben, sondern nur auf die Seite kippen, dann sollte es tatsächlich gelingen. Ihr geht in die Knie, eure Servos spannen sich, Gelenke, die knacken und dann könnt ihr mit einem lauten Schrei den Landschlepper wieder auf die Räder drehen. McCrack! Für Lehmann! Ich reib mir die Augen, als ich das sehe. Das war eine der leichtesten Übungen. Das hätte ich sogar allein gekonnt. Jetzt übertreib nicht, Bruder.